Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch allen sehr, sehr, sehr gut. Ich will heute mit euch über das Thema Geld. Macht uns das Geld wirklich glücklich oder das Geld macht uns unglücklich? Und wenn du kein Geld hast, bedeutet das automatisch, dass du unglücklich bist oder stimmt das nicht? Darüber will ich heute mit euch reden. Ich sage euch auf jeden Fall meine Meinung über das Thema und ich freue mich auf jeden Fall, unten Ihre Meinung zu lesen. Ihr könnt mir auch, wenn ihr wollt, auch eine Videoantwort machen, wie ihr möchtet und wie ihr mögt. Also meiner Meinung danach, Geld macht auf keinen Fall glücklich. Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Ein Mittel, die unser Leben vereinfacht. Weil wenn du Geld hast, kannst du dir Sachen leisten, die du halt nicht machen kannst, wenn du kein Geld hast. Wenn du Geld hast, kannst du zum Beispiel ins Kino gehen, kannst du Urlaub machen, kannst du eine Wohnung oder ein Haus haben, kannst du sehr viele Sachen auf jeden Fall erreichen. Wenn du kein Geld hast, wird das Leben ein bisschen schwerer, dass du dir zum Beispiel ein paar Sachen nicht leisten kannst, anstatt zum Beispiel jetzt Urlaub in Kuba zu machen oder auf die Seychellen zu machen, dann reicht dir, wenn du dann halt Urlaub in Nordsee machst oder zum Beispiel irgendwo in einer Region in Deutschland machst oder halt innerhalb Europa. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub zum Beispiel in Thailand machen, das bedeutet nicht, dass ich glücklicher bin als jemand, der kein Geld hat und der macht Urlaub in zum Beispiel im Ostsee oder an der Nordseeküste. Man kann sehr viel Spaß haben, wenn man trotzdem kein Geld hat. Die Sache ist nur so, meiner Meinung nach, viel Geld macht unglücklich. Und gar kein Geld macht auch unglücklich. Es ist immer schön, diesen Mittelmaß, diesen Mittelweg. Wenn man genug hat zum Leben, wenn man eine Familie hat und genügend Geld hat für sich selbst, für die Kinder, für die Familie und so weiter und so fort, dann kann man auf jeden Fall glücklicher leben. Man soll auch schätzen, was man hat. Ich kenne sehr viele Leute, die viel Geld haben und die sind wirklich nicht glücklich. Sie können nicht ruhig schlafen. Ich merke, dass sie hinter ihnen nur falsche Leute haben, die nur scharf sind auf ihren Geld. Die stehen unter Druck. Mit ihrem Geld können sie keine Freundschaften kaufen. Mit so viel Geld kann man keine Seelen kaufen. Mit viel Geld kann man keine Liebe und Vertrauen kaufen. Zum Gegenteil, Leute, die gar kein Geld haben, sie haben eine große Familie. Sie halten sich immer zusammen. Sie haben super Freunde, die sich auch wiederum natürlich zusammenhalten. Die sind immer füreinander da. Die sind zufrieden und glücklich. Alles. Man isst jeden Tag Kartoffeln, aber die schmeckt immer. Die schmeckt immer. Die Reichen, schmeckt ihnen kein Kartoffel, kein Kaviar, nichts schmeckt. Und daher soll man sich auch, aber das hat auch mit Geld nichts zu tun. Das hat wirklich mit Geld nichts zu tun. Es ist nur halt so, wenn man sehr viel Geld hat, bekommt man das Gefühl, dass man alles leisten und alles erreichen kann. Und somit alles, was man macht, es ist nicht mehr Besonderes, weil du dir das sowieso leistest. Du musst nicht darum kämpfen, man freut sich nicht so unbedingt auf etwas. Aber wenn du wenig Geld hast und du buchst einen Urlaub, zum Beispiel jetzt in Spanien oder in Marokko oder in Thailand oder so, du freust dich, man freut sich und man fliegt hin und macht überall Fotos. Man bucht nur ein kleines Zimmer oder irgendwie so auf ein 3-Sterne-Hotel. Aber man freut sich und man genießt es richtig. Und postet so viele Fotos bei Facebook und so weiter und so fort. Aber wenn man sehr viel Geld hat, dann ist es nicht besonders, wieder ins Kino zu gehen, weil man sagt, ich kann es mir leisten. Es ist nicht besonders, ein Auto zu kaufen, dann man sagt, dieses Auto, wie viel PS, 300 PS, nicht besonderes, ich will lieber ein Auto mit 1000 PS.
Das Leben ist nicht mehr, es gibt nicht mehr so einen Anreiz. Das ist meiner Meinung nach. Wenn man wirklich sehr, 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 sehr extrem sehr viel Geld hat, ist das Leben dann halt nicht mehr besonderes. Es gibt keinen Grund, arbeiten zu gehen. Es gibt keinen Grund, etwas zu erreichen und so weiter und so fort. Ich kenne sehr viele Leute, die Lotto spielen. Sie spielen fast jedes Wochenende Lotto. Warum? Weil sie wollen diesen Reichtum. Aber sie vergessen, dass wenn sie so viel Geld auf einmal haben und sie sind nicht gewöhnt, ein Luxusleben vorher gehabt zu haben, es kann sein, dass sie unglücklich werden. Und sehr viele Menschen haben im Lotto gewonnen und am Ende, sie sind unglücklich geworden. Warum? Weil am Ende, alle Leute haben davon gehört, oh mein Gott, der hat im Lotto gewonnen. Jeder will was? Jeder will Geld von ihnen. Jeder sagt, ah, ich bin krank, ah, ich bin da, ah, ich bin da, ich bin da. Und wenn du Leute kein Geld gibst, dann sind sie sauer. Wenn du ihnen alle Geld gibst, dann hast du gar nicht mehr. Und sie wollen mehr, und sie wollen mehr, und sie wollen mehr. Und dann auf einmal, die besten Freunde von damals sind die Feinde von heute geworden. Und es gab manche, die, weiß es nicht, ich habe das auch öfter im Fernsehen gesehen oder in Zeitung gelesen und so, dass viele Leute, die haben 5 Millionen, 10 Millionen im Lotto gewonnen. 10 Millionen! Und wisst ihr was? Nach 2-3 Jahren, sie sind pleite und sie sind heutzutage Hartz-IV-Empfänger. Warum? Man hat sich, weißt du, das ist was Neues. Jemand, der nur in Armut gelebt hat oder ein einfaches Leben gehabt hat und auf einmal ist immer reich, schmeißen sie den Job weg und dann fangen sie an, Häuser zu kaufen. Dann auf einmal kommt der Finanzberater. Tan, 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 tan. Ich habe für sie ein super Angebot. Bla, 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 bla. Dann kommen dann nochmal die wollen Versicherungen. Ich habe für sie eine super Hammer Lebensversicherung. Ich habe für sie das, ich habe für sie das. Und man denkt dann nicht dran. Und man gibt hier Geld, man gibt da 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 Geld. Man vermisst und verliert das Gefühl vom Geld ausgeben. Und dann, zack, das gesamte Geld ist weg. Und dann sind sie wieder unglücklich und dann kehrt wieder die Normalität. Das ist ein bisschen, dann werden sie depressiv. Dann kommt diese Depression. Weißt du, Depression. Und daher, meiner Meinung nach, Geld macht nicht glücklich. Geld erleichtert nur das Leben. Erleichtert nur das Leben. Wenn wir Geld haben, können wir sehr viele Sachen erreichen. Für mich, was macht glücklich? Glücklich macht es die Familie, Freunde und wenn man das Leben auch genießt und Menschen auch schätzt. Und man denkt, ja, okay, ich bin hier. Nur als Besucher? Wir sind ja alle sowieso auf dieser Welt nur als Besucher. Manche von uns sind hier für 10 Jahre, manche sind für 50 Jahre, manche sind für 70 Jahre, manche sind für 100 Jahre. Wir sind sowieso auf dieser Welt nur Besucher. Und Leute, die das vergessen und die denken, die bleiben hier für die Ewigkeit, die haben auf jeden Fall, was verpasst. Und die sind Leute, die nicht glücklich leben. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns, ob schwarz oder weiß oder blau oder gelb, ob du reich oder arm oder so. Wir werden sowieso irgendwann alle sterben. Daher sage ich euch, Geld macht nicht glücklich. Wir müssen zusammenhalten, unsere Leben genießen, teilen, Glück teilen und einfach das Leben genießen. Und an uns glauben. Ich freue mich auf jeden Fall, eure Meinung zu hören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonniert hast, was du es noch nicht gemacht hast. Sonst verpasst du so viele Sachen, geile Sachen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Also liebe Freunde, tschüss und bis zum nächsten Mal.